Ey, kurzes Vorwort vor dem Part. Thema Upload-Zeiten. Ich habe ja bisher immer daily geuploadet, aber ich werde das jetzt auf nur alle 2 Tage reduzieren müssen. Der Grund dafür ist relativ simpel. Die Upload-Zeiten bei meinem Internet dauern wirklich ewig. Und die ganze Zeit den PC über Nacht laufen zu lassen, da freuen sich die Stromkosten natürlich. Deswegen ab sofort Parts immer nur jeden zweiten Tag. Tut mir sehr leid, aber da macht man leider nichts. Viel Spaß beim Part. Herzlich willkommen zurück zu Foxtales. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass die Oma eine sehr unschöne Krankheit hat und wir wurden von Korsak losgeschickt, um die letzten Zutaten oder ein paar Zutaten dafür zu finden. Und ja, ich bin inzwischen in meiner zweiten Aufnahmesession. Die ersten Parts sind schon oben. Vielen Dank für den ganzen Support. Eine Sache vorweg: Es ist früh morgens, es ist nicht mehr abends. Und ich bin gerade aufgestanden, ich habe noch nicht meinen Kaffee getrunken, das heißt, ich werde noch mehr lost sein. Ist das jetzt der Geheimweg? Das heißt, wow, ich wünschte, ich hätte schon früher von diesem Weg gewusst. Das heißt, ich werde noch verpeilter sein als die letzten Parts. Wird auf jeden Fall toll. Eine andere Sache noch, ich habe ein bisschen am Ton rumgespielt. Wenn zwischendrin ein paar Tonprobleme auffallen, im nächsten Part werden die weg sein. Für den Part müssen wir leider damit leben. Das tut mir auch richtig leid, aber Also, wir sollten ja bei ihm in die Bude reingehen. Und da hat er gesagt, gibt es ein paar Infos zu den Sachen, die wir suchen. Jetzt, das Buch sieht doch auffällig aus. Tricolor, Convolus Tricolor oder Zunderranke. Jetzt überlege ich gerade, die Tricolor und den Käfer brauchten wir. Ach so. So, lesen wir mal. Schönes Zau. Ah, Zaunwindengewächs, ja. Das Wort habe ich schon mal nicht lesen können. Ich weiß genau, wo wir die finden. Schönes Zaunwindengewächs, kleine blaue Trikolorblüten sind schwer im Wald zu erspähen und gelten gar unter erfahrenen Kräuterkundigen als Rarität. Solange die Trikolor nicht erblüht, ist sie von anderen Zaunwinden nicht zu unterscheiden. Ihre kurze Blütezeit macht sich schwer fassbar. Während dieser kann sie jedoch in Waldbrandgebieten gefunden werden, sofern der Wind ihre Samen dorthin weht. Werden sie überhaupt hier gefunden, dann werden sie meist gleich in botanischen Museen verfrachtet, als Kronjuwelen ihrer Sammlung. Okay, so eine Perlenkette kann man auch ausmachen. Niemand hat es je geschafft, absichtlich eine Tricolor zu züchten. Alright, läuft alles. Sorry, ich muss gerade checken. Im Westen glaubt man, dass Tricolor einen praktischen Nutzen habe. Dort wird die Tricolor in alten Chroniken als starkes Mittel gegen Kopfschmerzen und Erkältungen erwähnt. Den Herrschern galt sie als Verjüngungsmittel. Oft brannten sie ganze Äcker in ihren eigenen Ländern nieder, in der Hoffnung, die schlüpfrige Zauberpflanze zwischen den Kohlen keimen zu sehen. Dies führte zu ihrem Beinamen Zunderranke. Ah, okay. Alright, da habe ich schon einen Plan, wo wir die finden. Der Fuchsschweif. Das kam ja in Leas Traum, kam das Wort vor. Das war ja der Fuchsschweif, den sie gejagt hat, soweit ich weiß. Eine sehr besondere Pilzart. Mykologen sind viele von Natur aus selbstleuchtende Pilze bekannt. Achso, Mykologen sind viele von Natur aus selbstleuchtende Pilze bekannt. Dies nennt man, was? Biolumineszenz. Der Fuchsschweif leuchtet aber aus einem anderen Grund. Der Vorgang, der in seinen Zellen stattfindet, ähnelt eher Verbrennung, wie in einem Motor. Junge Pilze glühen rot oder orangerot. Ausgewachsene Exemplare leuchten in hellem Gelb. Die alten, überreifen Pilze leuchten dann für lange Zeit in einem matten Orange. Dieser Zustand kann Jahrzehnte andauern. Alte Fuchsschweife können die Höhe eines Fuch Achso, können die Höhe eines Fuchses erreichen. Ein so großes Exemplar zu finden, ist aber nahezu unmöglich. Zumal die Leuchtkraft nicht von äußeren Einflüssen abhängig ist, sind Bergarbeiter jüngst auf ganze Untergrundkolonien hellleuchtender Fuchsschwänze gestoßen. Was ihr mit Verbrennung vergleichbares Leuchten erklärt auch eine weitere Eigenschaft dieser Pilze. Explosivität. Oh. Okay. Das ist gut zu wissen. Die Reifen am hellsten leuchtenden Exemplare sind besonders explosiv. Vereinzelt stellen sie keine Gefahr dar. Da können wir wahrscheinlich dann so Schießpulver draus bauen oder sowas. Mal gucken. Von Bergarbeitern erschütterte Fuchsschweifkolonien haben jedoch schon so manchen Mineneinsturz verursacht.
wenn wir nachher in so eine Pilzmine kommen, das wäre ziemlich hype. Ich mag irgendwie die Ästhetik von Pilzen. Keine Ahnung warum. So. In Korsaks Bau habe ich einen Blick in ein besonderes Buch erhascht. Das war so groß und alt. Ein paar Sachen aus diesem Wälzer sollte ich mir notieren. Zum Beispiel die Tricolor oder Zunderranke. Kleine blaue Blüten, Zaunwinde. Diese Variante klettert auch um Bäume. Ja, zum Beispiel an einem verbrannten Haus. Wächst in Asche oder Lauge. Im selben Buch bin ich auch auf etwas völlig Unverhofftes gestoßen. Fuchsschweif. Ich hätte nie gedacht, dass es echt Pilze mit diesem Namen gibt. Junge Pilze sind rot, alte sind groß und orange. Manchmal erreichen sie sogar die Höhe von einem Fuchs. Sind sie einmal ausgewachsen, dann leuchten sie gelb. Und was jetzt richtig bizarr ist, diese Pilze explodieren. Ja, das tun sie, meine gute Lea. Da bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. Jetzt muss ich gerade überlegen, den Borkenkäfer. Das war die zweite Sache, die wir suchen. Wahrscheinlich mit denen kann man Sachen bauen, zum Beispiel Stühle, Tische oder Bücherregale. Vielleicht in seiner Jacke, jetzt wo er ja nicht mehr hinguckt. Ein Schlüssel. Naja, er hat doch gesagt, ich könnte alles in seinem Bau verwenden. Da hat sie recht. Ja, beklauen wir ihn erstmal. Was ist denn das? Wofür dieser Schlüssel wohl sein mag? Mehr kann ich nicht nehmen. Nein, was war das mal? Zwiebeln. Die Lea nicht mochte aus irgendeinem Grund. Alrighty. Da müsste ich auch nicht. Kann ich die hier jetzt nehmen? Aha, was mag das wohl sein? Tatsache. Eine Fiole mit unbekannter Flüssigkeit. Am Ende ist es der Liebestrank. Boah, der Gestank ist ja ekelerregend. Oh, warte. Ah, jetzt sind hier die Rezepte weg. Weil es gab ja ein Rezept, was so ein Dünger, glaube ich, gemacht hat. Aus Kott. Kann ich mir noch was nehmen? Hier? Nee, kann ich auch gar nicht mehr anklicken. Interessanterweise. Aber das Spiel lebt noch. Alright, interesting. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal die erste Blume. Und zwar hier über den... Ja, jetzt haben wir endlich einen Shortcut. Sau angenehm. Alright, also wo wir die... Was war's? Das Rankenwindegewächs finden. Da habe ich schon mal einen Plan. Wahrscheinlich wird das aber nicht so leicht, wie ich es mir gerade vorstelle. Und auch was die Pilze angeht, meine ich, dass da hinten irgendwo sehr leuchtende Pilze waren. Aber mal gucken, ne? Mal gucken. So. Die Bienen hier sind hier immer noch fröhlich am Sirup lutschen. Die sind immer... Sagt sie dazu was? Die Käfer sind unter der Rinde, aber wie ich die Viecher wohl finde. Ha, ein lustiger Rhyme. Zu den Borkenkäfern haben wir bisher, glaube ich, noch nichts gehört. Also wahrscheinlich war das jetzt so der erste Ansatzpunkt. Ach so, guck mal, hier kann ich jetzt die Bäume anklicken. Die Käfer werden wohl kaum mit dem Besteck klirren, während sie sich durch die Borke fressen. Wie soll ich sie hören? Fehlt mir gerade irgendein wichtiger Eintrag? Sie sagt sie auch nur, ich finde Tricolorblüte und Borkenkäfer. Sie sagt dann nichts von wegen, wo sie Borkenkäfer zu finden. So, hier ist doch. Und im Nu hat die Natur auch schon hier Territorium, das Zaunwindengewächs um den verbrannten Baum. Das klingt doch gut, aber ich kann es nicht direkt abschneiden. Das heißt, es hätte gehießen, die Blütezeit ist sehr kurz. Kann ich das düngen? Haha, ich habe was von der stinkenden Flüssigkeit drüber geschüttet, aber da tut sich nichts. Vielleicht ist die Wirkung zu langsam? Ich muss die Wirkung irgendwie verstärken. Okay, das heißt, ich nehme jetzt auch mal an, Screen verlassen und wieder reingehen wird es auch nicht tun. Nein. Okay, wie kann ich denn, habe ich irgendwas, wo es gießen hat, die Wirkung würde verstärkt werden? Ich meine, ich habe eine Menge Sachen, die ich da jetzt so reinschütten könnte, ne? Irgendwie so Apfel, Karotte, Hähnchenpastete, aber irgendwie wäre das alles mehr Trial and Error. Okay, ich nehme mal an, ich kann auch mit dem Messer nicht einfach irgendwie die Rinde aufschneiden. Ich werde die Käfer niemals finden, indem ich nur willkürlich Bäume piekse. Alright, da sagt sie wahrscheinlich genau das Gleiche. Mal angenommen, ich wäre so ein... Was grausliches Käferlein würde ich mich dann verstecken? Denk wie ein Käfer, Lea. Sei der Kran. Sei der Käfer.
So, kann ich hier noch irgendwas Neues anklicken? Eventuell sind ja jetzt ein paar neue Hotspots frei geworden. Nee, noch nicht. Ich kann mal nochmal mit dem Korsak reden. Ansonsten, wir können auch mal... Wozu könnte der Schlüssel praktisch sein? Gab es irgendwas, was abgeschlossen ist? Was so abgeschlossen war, wo ich nicht hinkam? Okay, ich kann hier jetzt jede Baumrinde anklicken. Jetzt möchte ich aber auch gerade mal gucken. Hier, das war der Himbeerschrauch. Nee, tatsächlich doch keine Pilze. Na denn. Das Kaninchen hat sich die Schaukel verzogen. Kann ich bei der Schaukel vielleicht irgendwas machen? Hat sich da was geändert vielleicht? Nein, können wir immer noch nur schaukeln. Könnt jetzt hier was Neues anklicken. Die Käfer werden wohl kaum mit dem Besteck lernen. Achso, das war hier nur die Baumrinde. Okay. Nee, das ist alles nur Baumrinde. Jetzt jeden Baum anklicken zu können, ist natürlich geil. Da kommen eine Menge Hotspots auf. In einem Wald. Ich guck nochmal an seinem Schreibtisch. Wobei, der hat hier nirgends ein verschlossenes Regal oder sowas. Wenn ich mich richtig erinnere. Hier ist auch sonst nichts weiteres Interessantes. Die Suppe schmeckt bestimmt eine große Pfanne. Kann ich hier irgendwie... Dann würde ich es auf jeden Fall zu einer Giftbrühe werden. Das ist doch ein guter Plan. Kann ich diese noch mit irgendwas kombinieren? Irgendwie Zwiebeln reinschütten oder sowas? Ist ja natürlich weltweit bekannt, dass Zwiebeln die Wirkung von Dünger erhöhen. Oh, jetzt habe ich das Düngerrezept halt nicht mehr. Das hat ja hier gehangen. Steht hier noch irgendwas Interessantes? Nee. Und hier bei dem Pilz steht auch nur, dass sie Bum Bum machen und... Ach, for fuck's sake. Every time. Ich gehe mal nochmal in die Werkstatt. Vielleicht war da noch irgendwas Abgeschlossenes. Ich weiß nicht. Also hier bei der Kiste fehlt ja wahrscheinlich so ein Teil, ne? Und hier die Schubladen, die kann ich nicht mehr anklicken. Schade. Die Truhe? Achso, genau, die war ja so verschlossen. Ah ja, mein Kurzzeitgedächtnis, ne? Das schlägt gerade auch wieder zu. Dann würde ich spontan sagen, wir reden einfach nochmal mit dem guten Herrn Korsak. Vielleicht hat der ein, zwei Tipps für uns. Hier ist ansonsten auch nichts weiteres. Ich kann ihn ja mal bezüglich des Schlüssels fragen. Ich wüsste mich nicht... Vielleicht in dem verbrannten Haus. Da könnte es noch sein, dass wir da den Schlüssel irgendwo anwenden können. Das wäre jetzt noch eine andere Herangehensart. Alter, die Musik hier ist richtig deprimierend. Kann ich die Oma mal angucken gehen? Da schläft sie. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Halte durch, Oma. Ich werde alles finden und dann können wir dich heilen. Oma schläft. Ich will ihren geruhsamen Schlaf nicht stören. Das ist sehr vorbildlich, meine gute Lea. Sehr vorbildlich. Alrighty. Dann kann ich den so mal ansprechen einfach. Borkenkäfer. Können Sie mir verraten, wo ich diese Borkenkäfer finde? Das würde meine Suche erheblich erleichtern. Hm, ach ja, du solltest das Buch in meinem Bau genau betrachten. Da steht auch viel über die Tricolor. Und falls du irgendwas aus meinem Hause brauchst, bedien dich ruhig. Das könnte dir helfen. Aber wonach ich gefragt... Ach, was soll's. Eh nicht so wichtig. Wie finde ich diese Tricolor? Ich habe den ganzen Wald durchforstet, kann aber nichts derlei finden. Borkenkäfer verstecken sich generell unter den Borken, aber wenn du gut hinhörst, dann wirst du sie schon finden. Die Hellröhigkeit meiner Fuchsohren reicht aber nicht aus, um sie zu hören. Wie dem auch sei, danke für den Rat. Auch wenn ich danach gar nicht gefragt hatte. Hm, okay. Das heißt, ich muss irgendwie meine Hörkraft verstärken. Alternativ hätte ich gedacht, wir suchen einfach diese Pilze und jagen halt, ne? Okay, die Rosen will sie immer noch nicht. Und jagen halt einen Baum in die Luft. Habe ich irgendwas, um meine Hörkraft zu verstärken? Nee. Zumindest sehe ich nichts so auf Anhieb.
Wir gucken mal noch weiter, ob sich irgendwelche neuen Hotspots geöffnet haben oder sowas. Mein erster Ansatz wäre jetzt nämlich gerade hinten in dem Haus. Das Problem ist, ich bin jetzt natürlich... Ich hatte halt die Hoffnung, dass in seinem Bau neue Sachen sind, aber gefühlt hatte ich halt auch alles schon so ein bisschen abgearbeitet. Ich hatte die Hoffnung, dass sich jetzt uns sehr, sehr viel mehr eröffnet. Aber bisher sehr ernüchternd. Ja. Wir haben nur 2 neue Items und 1 davon möchte nicht funktionieren. Kräuterkunde. Sagst du mir irgendwas, dass die Wirkungen verstärken können? Wahrscheinlich müsste ich halt jetzt dieses, das Gedicht zu dem Dünger, den Text, den er hatte, im Kopf haben. Okay, wisst ihr, was ich jetzt wirklich mal mache? Ich mache hier einen ganz kurzen Schnitt und guck dann nochmal in der Aufnahme rein, weil ich da gerade nicht drauf gucken kann. Ich gehe nochmal in seinen Bau, guck, ob doch irgendwo der Hotspot da ist. Falls nicht, dann gucke ich mir das einfach nochmal kurz an, mache hier einen kleinen Cut und guck mal, ob da was Nützliches ist. Falls ja, dann, ne? Weiß ich ja direkt Bescheid, falls nicht, muss ich mir darüber zumindest nicht den Kopf zerbrechen, würde ich sagen. Das ist hier tap, 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 tap. Also die Abkürzung ist ja schon ganz cool, aber die hier hinten zu verstecken war auch. Achso, warte, was? Warte, 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 warte. Was hat sie da gerade gesagt? Zu den Kräutern. Es ist ein Zaun mit einem Gewächs, aber die Blüten sind lila. Das ist definitiv keine Tricolor. Okay. Schade, ich hatte die Hoffnung, dass mehr. Hier ist auch nur das Buch. Alte Bücher, alte Bücher. Nee, hat sich legitim nichts geändert, was die Hotspots angeht. Nur, dass das Gedicht hier hinten jetzt weg ist. Das Buch zuklappen will sie, glaube ich, auch nicht. Und das haben wir schon durchgelesen, ja. Dann mache ich einen ganz kurzen Schnitt. Guck mal rein, was da an der Wand stand. Und wenn ich da irgendwas als sinnvoll erachte, dann cool. Falls nicht, dann okay. Ist dem so. Deswegen, ganz kurzer Schnitt jetzt. Alrighty, es ist tatsächlich so, wie ich gedacht habe. Es ist perfekt. Auf dem Zettel stand, dass man das nochmal verschnellern kann, wenn man das erhitzt. Kann ich das irgendwie hier kurz... Perfekt. Was für ein Gestank. Heißende, stinkende Flüssigkeit. Das ist echt fies, dass man dann den Hotspot da irgendwie überdeckt. Also das ist wirklich doof. Weil... Ne... Also, keine Ahnung. Da so den wichtigen Tipp dann zu verstecken, finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich habe jetzt natürlich das Glück, dass ich alles noch auf Aufnahme habe und alles nachgucken kann, aber trotzdem. I don't know. Ich bin kein Fan. Anyways, das sollte jetzt so funktionieren. Und dann können wir da hinten das Wachstum beschleunigen. Und müssten eigentlich schon die erste Sache haben. Dann müssen wir nur noch gucken, wie wir mit den Käferlein umgehen. So. Heiße, stinkende Flüssigkeit hier drauf. Blub, blub. Oha, da tut sich was. Vielleicht sollte ich dem noch mehr beifügen. Wie hat Opa doch immer gesagt, mehr geht immer. Dann auf. Dem will ich noch ein bisschen mehr beifügen. Vielleicht geht's dann ja schneller. Oh, das wird nicht gut aussehen. Ist das denn noch nicht genug? Diese Zaunwinde ist ja kaum zu sättigen. Man kann doch nie genug Dünger haben. Ich benutze gleich die ganze Flasche. Ich habe ja schließlich nicht ewig Zeit. Das wird nicht gut ausgehen. Oh, ist das denn noch nicht genug? Oh. Was war das denn für ein Geräusch? Warum lädt's noch? Spiel? Ist mein Spiel gerade abgestürzt? Hallo? Ich kann auch nicht mehr ins Pausemenü.
Ich glaube, mir ist tatsächlich gerade das Spiel abgeschmirgelt. Ja, geil. Coolio. Dann würde ich sagen, machen wir hier den zweiten Cut der Folge und ich spiele nochmal bis genau diesen Punkt und dann gucken wir mal, ob das jetzt einfach unlucky ist. Ah, verdammt. Ob das einfach unlucky ist oder ob ich damit aktiv das Spiel killen kann. Cool. Ich habe übrigens so einen Fluch. Ich schaff's immer, Spiele zu bangen und kaputt zu machen. Also, alles gut. Passiert mir häufiger mal, ne? Bis gleich. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe es noch nicht einmal gedüngt. Ich würde auch sagen, ich speichere hier jetzt einfach mal. Neuer Speicherstand. Und zwar nenne ich das Dünger. So ekelhaft wie möglich geschrieben. So, wir speichern einmal und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze nochmal. Wenn ich das Spiel jetzt aktiv crashen kann, dann umso besser. So. Blum, blum. Und noch einmal. Man kann nie genug Dünger haben. Die ganze Flasche. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das denn noch nicht genug? Oh. Puh. Wow, das nenne ich mal intensive Landwirtschaft. Was ist denn das für ein Lärm dort im Haus? Ja, da kann ich die direkt aufpicken. Perfekt. Perfekt, eine Tricolor-Blume. So, ich speichere nochmal. Ich nenne es Tricolor Gott Cool Cat. Im Sinne der alten GDQ-Zeiten. Eine Tricolor-Blüte wie außergewöhnlich. So, ich habe es endlich geschafft, eine Tricolor zu züchten. Oh ja, ich habe es geschafft. Nachdem ich ein wenig erhitzten Dünger beigemischt hatte, sah ich sie vor meinen eigenen Augen erblühen. Augenblicklich überwucherte ihre Ranken den ganzen Baum und die Blüten entfalteten sich wie Feuerwerke. Nun, die erste Zutat habe ich schon mal. Jetzt sollte ich nach den Borkenkäfern suchen. Das hätte ich für schwieriger gehalten, aber bis jetzt läuft es ganz gut. Ja, da stimme ich dir zu. Das lief jetzt wirklich sehr simpel. Nachdem man mal in die Vergangenheit geguckt hat. So, es hat gießen. Hier ist jetzt Krach und Lärm. Ich frage mich, ob mein Schlüssel in diesen Safe hier passt. Ach, das ist ein Safe. Ah, okay. Dann würde ich sagen, schließen wir auf. Was ist da denn? Ein altes Notizbuch. Und das fehlende Medaillon. Ein Buch und ein Teil des Truhenmechanismus. Warum Korsak die wohl hier verstaut hat? So, das war jetzt aber ja nicht der Lärm, der hierher kam, oder? Doch, Tatsache. Hä? Ist das Bild vielleicht runtergekracht? Das kann sein. Teil des Mechanismus. Der Schlüssel hat den Safe geöffnet. Tatsächlich. Der Schlüssel hat den Safe geöffnet. Tatsächlich. Vor dem Feuer hat Korsak in diesem Haus gewohnt. Seltsam, dass er einen Teil des Truhengeschlosses in seinem Safe verstaut hatte. Da war auch ein Buch. Das kann doch kein Zufall sein. Ich eile besser geschwind in die Werkstatt zurück. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was sich in der Truhe befindet. Hoffentlich kann ich die Kombination für das Schloss lösen. So, Mythologie. Oh, das ist eine Menge zu lesen. Jetzt gucke ich gerade mal. Ich würde sagen, wir lesen das noch und dann geben wir die Tricolor schon mal bei Korsak ab und dann beenden wir ja auch schon den Part. Entsprechend den Schriften des Altertums gibt es drei mögliche Szenarien, welche die Essenz allen Seins widerspiegeln und Antworten auf gar alle Fragen bieten. Der Fokus der folgenden Abhandlung soll nicht auf allen dreien zuvor genannten Szenarien, sondern exemplarisch nur auf einem davor liegen. Die Weltanschauung unserer Ahnen mag dem werten Leser beschränkt erscheinen, doch ist dabei die Mannigfalt semantischer Konnotationen antiker Termini nicht außer Acht zu lassen. Alles klar, danke. Ich habe Abitur, ich weiß, was das bedeutet. Mhm. Aus eben diesem Grunde sind die drei Szenarien nach wie vor der Mittelpunkt hitziger Debatten, sowohl unter Theologen als auch unter Philosophen. Seit Anbeginn der Zeit war die Freundschaft zwischen Toru und Lea überaus eng. Lea hielt ihre ältere Schwester warm und brachte ihr Freude. Sie verbrachten all ihre Zeit miteinander und standen sich sehr nahe. Doch Toru verbarg Lea vor der beiden mittleren Schwester, Olwe, welche vor Kummer und Leid darüber vor ihnen floh.
hin zum anderen Rande des Universums. Olwe war, glaube ich, die Eule, ne? Als Lea der Missetat ihrer ältesten Schwester gewahr wurde, suchte sie in einem Lichtstrahl eilends Olwe auf, trat an sie heran und verbarg sich hinter ihrem breiten Flügel. Was? Eilends Olwe, ja. Trat sie an Olwe heran, so verbarg diese sich hinter ihren breiten Flügeln. Ich glaube, so ist das besser ausgedrückt. Voll Scham und Schande suchte Toru das Weite vor ihnen, hin zum Rande des Universums. Doch konnte Lea nicht ohne beide ihrer Geschwister leben. Denn war ihre Liebe zu groß. Um Hilfe flehend stieß sie ein Gebet zu dem Schöpfer empor und ihr Gebet wurde erhöht. Er verbarg Olwe hinter ihrer jüngeren Schwester und Toru trat erneut an sie heran. Olwe und Toru vermochten einander nicht länger zu sehen, doch sonnten sich beide in Leas Wärme und somit ward das Fundament für die große Ordnung gelegt. Was? Ich habe gerade nur die Hälfte von dem gecheckt, was ich gelesen habe, ich sag's wie es ist. Das verbrannte Buch. Altertümliche Mythologie war zwar noch nie so mein Fall, aber im Safe in der Brandruine habe ich ein verkohltes Buch entdeckt. Viele Seiten waren zwar nicht mehr drin, aber das wenige, was noch zu retten war, könnten sich alles nützlich erweisen. Toru und Lea standen sich erst nahe, aber Toru verbarg ihre jüngere Schwester vor Olwe, also floh Olwe an den äußersten Rand des Universums. Lea erfuhr davon und verbarg sich hinter Olwe. Und Toru zog an das andere Ende des Universums zurück. Letztlich trat Lea vor Olwe und Toru trat an die beiden heran, also war das Fundament für die Ordnung gelegt. Vielleicht hat der Mythos auch nur irgendwem gut gefallen, aber ich schreibe mir das besser auf. Ich kann mir gut vorstellen. Ah, ja doch, weil guck mal, das hier ist so ein Fuchskopf, genau. Sieht aus, als sei es irgendein Teil von einem Mechanismus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da in diesem Rumgedrehe an der Truhe diese Geschichte jetzt nachstellen müssen. Das wäre jetzt so meine erste Theorie. Alrighty, das heißt, wir gehen jetzt mal zum guten Herrn Korsak zurück, geben die Tricolor bei ihm ab und dann machen wir uns an das Kistenrätsel in der Werkstatt. Haben wir doch bisher was zu tun. So, kann ich die schon mal bei ihm einreichen? Du hast die Tricolor gefunden, wohlgetan. Vielleicht habe ich mich in dir getäuscht. Du bist ja doch keine so üble Kräuterfee. Perfekt. Wie nett formuliert. Sie schmeicheln mir ja. Okay, aber damit haben wir schon mal die erste Hälfte geschafft. Ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alright, und dann würde ich sagen, an die Truhe machen wir uns im nächsten Part. Der Part wird jetzt, glaube ich, ein bisschen kürzer. Es ist alles sehr schwer, aber also ist sehr schwer jetzt einzuschätzen. Wir speichern nochmal hier. Aber ich hoffe, ist immer noch okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part, wo wir uns an die Truhe und weiterer Mythologie machen. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.